Freunde der Sonne, grüßt euch und lasst euch mit einem neuen Teil Loop Hero beglücken, der Teil 15 unseres wunderbaren Let's Plays, aber in Wirklichkeit der Teil 18. Jetzt fragt ihr euch, er spricht den Hieroglyphen, was soll dieses mystische Gebrabbel? Ganz einfach, ich habe zwei Folgen aufgenommen ohne Ton und eigentlich auch ohne Bild, hab's aber nicht gemerkt und das ist natürlich fatal, denn ich habe ein bisschen was erreicht. Es tut mir leid, das Problem ist, bei Loop Hero kann ich ja nicht speichern. Das heißt, das, was ich gespielt habe, kann ich auch nicht wieder auf den alten Stand bringen. Es ist einfach vorbei. Was habe ich getan? Ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht, außer den Schurken zu spielen. Und das alles noch im ersten Kapitel. War also quasi so eine Art Grinding ran, um den Schurken ein bisschen auszuprobieren. Und habe gebaut. Dafür habe ich gebaut. Die Zuflucht. Und ich glaube, ich habe auch die Schmelzhütte gebaut. Genau, die Zuflucht, die gibt den Schurken frei. Die Schmelzhütte schaltet die Sturmtempelkarte frei. Und schaltet die goldene Karte Arsenal frei, sofern ein Archiv vorhanden ist. Und es gibt plus 30 auf die Basistrefferpunkte. Ja, das sind so die zwei Sachen. Das und das. Bisschen Schurke ausprobiert. Statistisch gesehen sind wir jetzt bei 6 Stunden 20 Spielzeit, 5 Stunden 14 Expeditionszeit, 13 gestartete Expeditionen. Und ja, ich habe einmal Auferstehung benutzt. Das war dieses Omikron-Ding da, wie auch immer das genau heißt. Ja, tut mir leid, aber ich habe die leider verpasst. Ich kann es nicht ändern, ist aber meine Schuld. Ist meine Schuld. So, deswegen, um den Tempel auszuprobieren, um den Schurken nochmal zu zeigen, werde ich das jetzt nochmal alles tun. Ist ja nicht schlimm, ich meine, Ressourcen habe ich jetzt dafür gesammelt, das ist ja auch nicht so schlecht. Also, der Schurke. Der kann Trophäen finden. Die Trophäen kann man später in seine Basis mit einbauen. Die geben dann so Effekte, Boni und sowas. Das ist ganz cool, die kann man auch auseinandernehmen. Er hat von Anfang an 5% Vampirismus und 10% Bonus auf einen Effekt für jedes ausgerüstete Objekt mit demselben Effekt. Also da verstehe ich, das weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt, ich verstehe es so, dass wir, wenn wir mehrere Sachen haben, die den gleichen Effekt bedienen, dass er da einen Bonus drauf bekommt dann. Also wenn ich zweimal Ausweichen habe, dann kriege ich nochmal 10% obendrauf. Ja. So eine Art, schätze ich jetzt mal, aber so ein bisschen kryptisch hier. Dann kann der Schurke 2 Schwerter nehmen oder 2 Waffen, besser gesagt. Aber kein Helm, kein Schild, kein nix. Dafür aber Stiefel. Und eine Besonderheit, der Schurke sammelt seine Ausrüstung in einen Sack und packt den Sack erst am Ende der Runde aus. Das heißt, wir kriegen erst neue Ausrüstung, wenn die Runde zu Ende ist. Das bedeutet mit anderen Worten, wir müssen im Grunde genommen ausharren, bis eine Runde vorbei ist, damit es wieder ein bisschen einfacher wird für einen. So. Aber ansonsten, ja, und neue Fähigkeiten. Also wenn man Level aufsteigt, gibt es andere Skills, das muss man auch dazu sagen. Optik ist ein bisschen anders, ja. Spielt sich ein bisschen anders als der Krieger, aber nicht so wesentlich anders. Ist jetzt kein komplett neuer Spielstil oder sowas. Er macht ebenfalls mehr Schaden, weil diese Waffen kumulieren miteinander. Aber dafür hält er natürlich nicht so viel aus. Verteidigung gibt es eher selten bei ihm. Gibt es auch schon, so ist es nicht, aber nicht in dem Ausmaß. So, jetzt kriegen wir unseren Sack. 8 Stück sind drin. Jetzt seht ihr, haben wir schon ein bisschen was erhalten. Welchen Slot ihr das Schwert steckt, oder es ist wurscht, also es ist jetzt Dual Wield, was wir als Fähigkeit haben. Ganz oft ist ja Dual Wield so aufgebaut, dass man, ja, in der Haupthand mehr Schaden macht als in der Nebenhand. Das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es keinen Mali. Keine Mali auf die Nebenhand. Deswegen ist das Wurst. Also zumindest wüsste ich nicht, welche Mali es geben sollte.
Ja. Stiefel haben offensichtlich öfter mal Ausweichen dabei. So, jetzt müssen wir leider was setzen, es geht nicht mehr anders. Ich bin ein bisschen heiser, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob man den Boss mehrmals zum Spawnen kriegt. Ich glaube ja. Ich glaube ja, aber genau wissen. Schau mal, guck. So, jetzt gibt's schon ein bisschen was Feineres. Da wieder auch ausweichen. 9%. Axt mit 10 bis 16. Oh, Crit-Schaden 30%. Ihr seht, der hat jetzt so eine Besonderheit, nämlich 10% Chance auf 140% Crit-Schaden. Also 140% Schaden, das ist dann kritischer Schaden. Das ist so ein bisschen das Steckenpferd vom Schurken. Kritischer Schaden. Ein Dorf bräuchte ich mal. Jede Menge Weizenfelder, aber kein Dorf. Es ist doch recht schlecht, würde ich sagen. Bluthain. So, was gibt's denn jetzt hier Schönes? Also, die Stiefel sind ganz gut. Oh, und Level 6. Level 6 Axt, die nehmen wir nochmal. Okay, jetzt mal ein bisschen Chronokristalle, das ist auch gut. So, der Sturmtempel. Schaut mal, der ist so im Kreuz setzbar. Das heißt, da wo die Linien verlaufen, da wirft er eigentlich zwei Blitze
auf die Gegner, und zwar sowohl auf die Gegner als auch auf mich. Das heißt, diese Einfuhrschneise sollte möglichst viele Gegner sein und dann macht das Setzen auch Sinn. Zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Dorf mit einem Vampir korrumpiert, dann sind ja immer die vier Ghule da, da würde sich zum Beispiel orientieren. Ist jetzt aber hier nicht der Fall. Deswegen setze ich das Ding jetzt auch noch nicht. Ich hätte gerne mal ein Dorf. Ha, kaum spricht man davon. So, dann machen wir nämlich den hier. Und dieses Blitzding. Kann auch kumulierend verwendet werden. Also, ne, man kann auch mehrere nebeneinander stellen, dann blitzt der mehrmals. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Also, dann blitzt er nicht mehrmals, sondern blitzt er stärker. So, dann blitzen halt beide. Das Blitzding blitzt dann halt einfach. Ne? So, jetzt. Jetzt habe ich es aber. Irgendwie bringen die Truhen hier gar nichts, merke ich gerade. Was ist das eigentlich? Die haben gar kein Loot. Also kein Ausrüstungsloot. Das ist seltsam. So, das war jetzt ein kritischer Treffer. Da kann man übrigens ganz gut die Wiesen anhängen. Ich weiß leider nicht, was der Ausweichbonus ist. Also Ausweichen verstehe ich. So, jetzt sind die Blitze am Start. Achtung. Jetzt hat er die zwei erwischt. Jetzt hat er mich mit erwischt. Level up! Fechtmeister, 10% Chance, zwei Ziele gleichzeitig anzugreifen. Kind des Waldes, eine Wolfsratte kann dir im Kampf zu Hilfe kommen. 50% Chance, das ist natürlich ziemlich cool. Das ist jetzt sozusagen die erste Unterstützung, die ich im Spiel sozusagen habe, ne? Unterstützungseinheit, da ist sie. Kleines Pet. Och, warum denn nicht? Das ist gar kein kleines Pet, das ist ein großes Pet. Wir achten mal auf die Schatztruhe, ob die wieder so schlecht performt, was den Loot angeht. Tatsächlich. Gibt keine Ausrüstung mehr. Spannend. Okay, der Wolf, der bringt wirklich was. Das ist ja schön zu sehen. So. Ich hack mich durch.
So, jetzt haben wir die Ghoul am Start. Na dann. Schade, hier hätte ich den Wolf gebrauchen können. Die machen mir echt zu schaffen. Die machen mir echt zu schaffen. Irgendwie macht der Schurke nicht genug Schaden, um das auszugleichen, dass er nicht viel aushält. Für dich jetzt. 64 nur noch, das ist ja gar nichts. Ja, jetzt bin ich tot. Das ist doch ein Scheißdreck. Aber das ist ja nicht schön. Entschuldigung, ne, für die derbe Ausdrucksweise, aber das, ich hatte ja keine schlechte Bewaffnung, also. Aber gut, vielleicht muss ich doch mehr auf Stats setzen und weniger auf... Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch das Dorf zu spät gebaut mit dem Vampir. Ach herrje, lauter Chronokristalle. So, was haben wir jetzt Schönes? Naja, so schön ist das auch nicht. Manchmal ist die Quest auch sofort erledigt. Wundert mich ein bisschen. Zweiter Sturmtempel. Tio. Level 4.
Kritische Treffer plus 12%. Mhm. Ja, wenn er kritisch reinhaut, ist das schon... Oh, kritischer Schaden plus 40%. Wow. Auch wieder nur Ressourcen. So, ich glaube, wir machen für die Folge Schluss. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus, aber das muss ich noch alles erweisen. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.